50 ist doch mehr ein Trainingstag wie ein Wettkampftag vom Empfinden und da kann man gut damit leben. Jetzt habe ich im Kopf, dass ich auch gewinnen kann nach dem Sieg in Ruka. Das waren die Worte von Halvor Egner Granerud. Ja, er ist stabil in Form. Also das funktioniert schon. Boah. Das ist super. Und er kann auch gut landen. Also das ist ja wichtig. Ich glaube, weiß nicht, ob er da die Schienbeiner ein bisschen spürt. Wenn man viele weite Sprünge hat, dann kriegt man manchmal so ein bisschen eine Knochenhautreizung im Schienbein. Ich weiß jetzt nicht, man sieht es hier, da heilt er sich ein bisschen die Schienbeiner. Muss aber nichts heißen, wenn es so wäre. Dann müsste da jeder mit leben. Und ja, beim Training sehr stark, der Beste. Und jetzt auch. Jetzt steht nur noch einer oben. Ja. Another brick in the wall. Der letzte Baustein. Markus Eisenbichler, dreifacher Sieg, aber der zweite Platz ist auch geil, sagt er nach eben Granerüds Erfolg zuletzt in Ruka. Ja, Steff Winkley hat ganz gute Bedingungen. Denke ich, dass er auch über 130 springen wird. Ja, sieht doch gut aus. Da kommt er gut ins Gleiten, das ist super. Jawohl! Hey, und der setzt noch einen drauf. Markus Eisenbichler in der Form seines Lebens. Ja, und 135. Da kommt 135 Meter. Jawohl. Ja, die Machtverhältnisse bleiben gleich. Ja, absolut. Und da lässt keinen Zweifel. 138 und einen Punkt. Das sind 2,3 Punkte vor Granerud, Daniel Huber 7,9 schon zurück. Ja. Aber eben.